So, meine lieben Battle-Freunde, wir sind zurück. Willkommen zum ersten und einzigen Infovideo im NRR-Battle dieses Jahr. Vergesst einfach alles, was davor war. Wir werden jetzt erstmal für die Leute, die neu sind, die das allererste Mal vom NRR-Battle hören, die Regeln erklären, den Ablauf ein bisschen näher bringen. Wir werden euch zeigen, was ist das NRR-Battle, worum geht es, wie könnt ihr mitmachen. Für alle, die das NRR-Battle kennen und sich fragen, was war da denn los, was ist denn jetzt auf einmal? Ihr seid schuld, dass wir wieder da sind, denn wir hören auf euch. Ich kann nur Kurzfassung, wir haben uns zu dritt hingesetzt, nochmal Maze, Romantik, ich. Wir haben die beste Lösung für euch und für uns rausgesucht. Mehr dazu dann gegen Ende des Videos. Jetzt möchte ich erstmal für die wirklich neuen Leute, die diesen ganzen Sachverhalt sowieso nicht auf dem Schirm haben, zeigen, um was es geht. Wir sind das NRR-Battle, ja. Wir haben immer gesagt, wir sind kein VBT, weil wir nicht so hardcore auf Videos und irgendwie Technik geachtet haben, sonst was. Aber mittlerweile hatten wir den Ruf, wir sind ein reines Troll-Battle, was totaler Schwachsinn ist. Wir haben immer jede Quali angenommen. Ich habe jede Quali auch immer blind hochgeladen, um mir dann im Stream das erste Mal die Qualis zu geben und einen Eindruck der Qualis zu machen, meine Meinung dazu zu sagen. Aber Leute, die wirklich einfach nur blöd rumgetrollt haben und gar nichts konnten, sind natürlich auch direkt wieder rausgeflogen oder sind gar nicht mit reingekommen. Denn wenn es ungerade gestartet hätte, hat man so eine Trollquali genommen und gesagt, gut, den schließen wir direkt aus, damit wir gerade sind und starten können. So, damit wir von diesem Trollruf etwas wegkommen, werden wir das Ganze auch etwas professioneller gestalten. Das sieht man auch schon, dass wir dieses Jahr ein richtiges Bewertungssystem haben und es auch einen Videopunkt gibt. Wie sehr der ins Gewicht fällt, seht ihr später. Ich habe jetzt mal hier Notizen gemacht, ja? Zuhören. Nicht denken, zuhören, no Hirn, ne? Ihr sollt kein Gehirn haben, ihr sollt einfach nur zuhören und machen. Wie Zombies, nicht eigensinnig denken. Das Wichtigste erstmal, es gibt eine neue Frist. Die alte Frist war 31. Januar. Jetzt gab es ein bisschen hin und her. Wir haben uns eine neue Frist gesetzt. Das ist der 28. Februar. Und ich kann auch jetzt schon sagen, weil ich einfach möchte, dass das NRR wieder groß wird, ich werde auch ehemalige Teilnehmer einladen. Habe ich nicht vorgehabt. Ich dachte, wenn es klein wird, bleibt es halt klein. Jetzt, wir haben uns zusammengesetzt, wir haben Bock, wir wollen euch was richtig Krasses bieten, damit ihr seht, das NRR ist einfach eine geile Sache. Deshalb werde ich sicherlich auch nochmal ein paar Leute einladen, direkt anschreiben, bekannt geben, dass es weitergeht, dass es nochmal ein Turnier gibt, dass sie mitmachen können, weil das bisherige Teilnehmerfeld war eher mau und viele haben das wirklich gar nicht mehr ernst genommen oder haben sich gar keine Mühe gegeben und dachten, in den Runden zeigen sie, was sie können. Wenn sie aber durch die Quali aussortiert werden, weil wir auf eine bestimmte Zahl kommen wollen, dann haben die ja auch Pech gehabt. So, ist auch eine komische Sache. Erstens, also, die neue Frist ist der 28. Februar. Wer jetzt schon was abgegeben hat, der chillt halt einfach. Wer was als Troll abgegeben hat und es eigentlich viel besser kann, hat trotzdem noch genügend Zeit, was Richtiges abzugeben, ja? Wer noch gar nichts gemacht hat, weiß jetzt, ihr habt einen Monat Zeit, was zu machen und abzugeben, um dabei zu sein. 28. Februar, nochmal der ganze Februar Zeit. Wir chillen ein bisschen, ihr chillt ein bisschen, lasst mal die ganze Corona-Situation und so noch ein bisschen chillen. Dann, wichtig auch, schickt alles an eine E-Mail-Adresse. Die ist auch eingeblendet. Oder auch nicht. Die steht unter dem Video auf jeden Fall. Guckt einfach in die Beschreibung. Es ist ein Text dabei, es steht alles dabei. Schickt eure Qualifikation an nhr2000xx@gmx.de. Ja? Steht in der Beschreibung. Ich habe extra die MC Ramses Bloodsport Seite gelöscht auf Facebook, damit da nichts mehr hingeschickt werden kann. Ich habe sogar im Gedanken gespielt, die NRR Battle Seite auf Facebook zu löschen, dass man da nichts mehr hinschicken kann, damit sich eben das Turnier hauptsächlich auf YouTube und auf Discord abspielt. Dass die Runden bei den Runden gepostet werden und dass auf YouTube man sowieso, wenn man das abonniert, das mitkriegt, wenn da was online kommt. Dass man das dorthin teilt, dorthin teilt, dorthin teilt, dann das vergisst oder dorthin teilt und das vergisst, ist auf jeden Fall schon wieder viel zu viel Wirrwarr. Wir begrenzen uns wahrscheinlich eher auf YouTube und Discord. Dafür auch der Discord-Server steht in der Beschreibung. Könnt ihr euch auch austauschen. Besser als bei YouTube. Besser als bei
Facebook, YouTube brauchen wir. Ich kann jetzt nicht YouTube abschaffen, da findet ja das Turnier statt. Also, Frist 28. Februar. NAR mit einer E-Mail-Adresse, wo ihr alles hinschickt, wo jeder Zugriff drauf hat von uns, dass jeder von uns auch Runden runterladen kann, Runden hochladen kann. Wir werden zu dritt das Turnier führen. Mace Master, Romantik und ich. Romantik möchte dieses Jahr auch was Neues einführen, und zwar den Romantik Award. Ihr habt vielleicht schon davon gehört, wer Neues kennt das nicht. Ich werde hier jetzt mal kurz ein Video einspielen lassen über die Preise und den Romantik Award. Danach melde ich mich gleich zurück. Also erstmal kommen wir zu dem Romantik Award, der schon mal von Ramses angekündigt wurde. Der Romantik Award wird, wie der Name schon verrät, von mir vergeben. Es ist eine reine subjektive Bewertung, kann durch verschiedene Leistungen gewonnen werden. Und nach dem Turnier kann man die Anzahl der Awards einlösen und pro Award gibt es dann von mir 10 Euro. Bei Fristverpeilen oder durch allgemein negatives Auffallen entfällt die Möglichkeit, den Award einzulösen. Also ne, haltet euch an die Regeln, die wenigen, die es gibt hier im Turnier. So. Ja, Preisgeld. Kurz und knapp, jeder von uns hat sich bereit erklärt, 50 Euro dazu zu steuern. Sprich, derjenige, der das NAR 2021 gewinnt, bekommt 150 Euro Preisgeld. Ja, das wäre es eigentlich. Ja, das war es eigentlich auch schon. Mehr gibt's nicht zu sagen, außer. Danke der Community fürs krass supporten. So, das waren die Preise. Ihr habt gehört, Romantik Award ist auf jeden Fall eine interessante Sache. Ich habe ja sowieso immer so Awards gemacht, die nichts mit Geld zu tun hatten, aber einfach jedes, sagen wir mal, das 32. mir angeguckt und habe dann immer gesagt, das war die beste Solo-Runde, das war die beste Crew-Runde, das war das beste Video, das war der beste Beat-Pick, das war die unterhaltsamste Runde und so weiter. Theoretisch macht Romantik ja sowas wie, er krönt die beste Battle-Runde im 32., im 16., im sonst was. Ein bisschen lässt er seinen Geschmack natürlich mit einfließen. Also, wer gut puncht, wer ein gutes Video hat, wer unterhaltsam vielleicht auch ist, wer einfach rundum ein solides Ding abgeliefert hat und aus der Masse heraussticht, würde also diesen Romantik-Award kriegen, der ja auch dotiert ist und 10 Euro beinhaltet, ja? Also, das ist so ähnlich, was ich sonst immer gemacht habe, aber das jetzt auch nochmal mit einer finanziellen Spritze bei, um euch nochmal ordentlich Druck zu machen, dass ihr euch auch ein bisschen Mühe gebt. Dann das Punktesystem. Diesmal, wie gesagt, es wird diesmal einen festen Videopunkt geben, damit eben Leute, die sich sonst immer Mühe bei Videos geben, aber dann verlieren, weil ein anderer inhaltlich zwar stärker war, aber einfach nur im One-Take seinen Boden gefilmt hat, hat dazu geführt, dass die Leute mit guten Videos gesagt haben, toll, ich mache mir hier voll die Mühe, ich mache ein aufwendiges Video, der andere, der scheißt irgendwas dahin, filmt seinen Boden, labert irgendwas und dann kommt er auch noch weiter. Es geht also eh nur um den Inhalt komplett, alles andere ist egal. Die Mische ist egal, die Beatwahl ist egal, das Gesamtbild ist wahrscheinlich auch egal, Video wird eh drauf gekackt. Dass das nicht mehr so ist, wir wollen euch auch was zurückgeben, wirklich für die Leute. Es kann ja sein, ihr macht eine gute Runde, der andere macht auch eine gute Runde. Wenn beide gleich auf sind, inhaltlich oder von den Punches her, dann fällt eben das Video auch ins Gewicht, wer sich insgesamt wirklich noch mehr Mühe gegeben hat für seine Runde. Und nicht einfach, jo, beides sind gleich auf, mach mal User Vote, fertig, zack. User Vote wird aber auch ein fester Punkt werden, ein fester Bestandteil. Was dazu führen soll, dass ihr nicht eure Runde abgebt und dann einfach sagt, tschüss, ich melde mich in einem Jahr wieder. Teilt eure Runde ruhig mal. Macht mal Werbung für euch selber, fürs Turnier, für alles andere. Es wird kein Like-Dislike-Verhältnis geben, es geht wirklich nur darum, es ist sinnvoll, wenn Leute die Runden sich auch angucken. Damit man eben auch weiß, bei einem Unentschieden oder so, gut, der hat jetzt 100 Aufrufe, der hat 110 Aufrufe, der hat 5 Likes, der hat 8 Likes. Das ist so überhaupt nicht aussagekräftig, ja. Es ist wichtig auch, dass wir auch anschauen können, wer kommt denn allgemein besser an. Klar ist es dann wieder, ja, der hat 20 Kumpels und der ist alleinstehender Außenseiter, der hat also keine Likes auf die Runde. Aber wenn wirklich es unentschieden wäre, alles insgesamt, hat sowas ja immer entschieden. Wir wollen aber trotzdem das auch als festen Punkt reinmachen, dass ihr auch mal Ansporn habt, was Schönes zu machen, das rumzuzeigen und auch mal zu teilen. Auf der anderen Seite wären das ja jetzt zwei böse Punkte, die jemanden den Arsch retten können, wenn er einfach viele Freunde hat und einfach ein Video hat, was irgendeinen Blockbuster
Typ erstellt hat. Und dann verliert ihr, nee, dann gewinnt ihr, obwohl ihr gar nichts könnt. Kann auch nicht sein, denn dafür gibt es ja noch die 3 Jurypunkte. Mace hat eine Stimme, ich habe eine Stimme, Romantik hat eine Stimme. Und wir werden uns sicherlich nicht vom User-Vote beeinflussen lassen oder von Videos blenden lassen. Wir achten ja wirklich in erster Linie auf den Inhalt, auf euren Text, auf euren Rap, auf den Flow. Könnt ihr was? Habt ihr was drauf? Bringt ihr was rüber? Hat man Bock, sich das danach nochmal zu geben? Auch wenn das Video nicht das Beste ist, wenn ihr trotzdem so stark seid, dass ihr den anderen komplett zerrissen habt, dann reicht das Video von dem anderen eben nicht aus. Wenn ihr aber zerrissen habt und euer Gegner hat auch zerrissen, ihr habt aber einfach nur irgendwas hingerotzt und zerrissen und der andere hat insgesamt einfach viel mehr gemacht und viel mehr gebraucht, dann sollte das auch irgendwo honoriert werden. So, deswegen auch diese 3 Punkte natürlich. Wir wollen sehen, dass wir wieder auf ein Triples Red Finale heraus. Dass es auf ein Triples Red Finale herausläuft, wieder 3 Leute. Wir werden gucken, dass wir gegebenenfalls vielleicht trotzdem dann auch mal was aussortieren. Es ist zwar lustig, wenn ein Schweinchen eine Runde einreicht und grunzt, aber wenn wir 3 Schweinchen haben, die grunzen, gut, dann könnte man die in der ersten Runde gegeneinander antreten lassen, dass die sich gegenseitig weggrunzen, aber bitte nehmen das Ganze auch mal irgendwo ernst. Es ist trotzdem immer noch ein Battle-Turnier. Wir wollen jedem die Chance geben, aber viele nutzen das wirklich aus, um einfach nur Mist abzugeben. Und andere fassen das auf wie, da geht's gar nicht um Battle Rap. Das ist einfach nur ein Trollturnier. Man soll also trollen. Sollt ihr aber nicht. Wir bewerten das ja trotzdem nach einem Battle Rap Standard. Wir gucken ja trotzdem auf Punches und Inhalt und dann sind die Leute verwirrt. Hä? Ich denke, hier geht's nur um Unterhaltung. Nein, lasst euch doch nicht blenden von anderen Leuten. Hört doch mal auf das, was wir sagen, ja? Wir sitzen ja hier, wir bewerten euch. Dann könnt ihr nicht sagen, der hat gesagt, hier muss man nichts machen. Ist doch Quatsch. Dafür sitzen wir doch hier. So, was haben wir noch? Ich weiß nicht. Eigentlich haben wir gerade nichts, weil hier draufstehen. Das müsste alles passen. Wichtig ist auf jeden Fall, ich habe es in der Quali schon geschrieben oder immer gesagt gehabt, macht mindestens einen 16er, schaut, dass ihr keine Rechte verletzt. Also nehmt Exclusive Beats oder Free Beats, aber nehmt keine geschützten Beats. Und hört auf, immer irgendwelche Bushido Beats zu nehmen von bekannten Liedern. Denn wenn ihr die dann einreicht, wird das Hochladen und eure Runde gesperrt wird. Dann seid ihr halt automatisch raus. Dann könnt ihr nicht sagen, hey, jetzt habe ich extra eine Runde gemacht. Nö, kann ich doch nichts dazu, weil die gesperrt wird. Doch, du kannst was dazu. Du hast den Beat gewählt und du wusstest, das ist ein Bushido-Beat. Und wenn ich noch mehr Bushido sage, hier wird das Video auch gesperrt. Der ist da ganz hinterher, ich sag's euch. Kauft euch alle das neue Bushido-Album. Vielleicht kann das ja was retten. Hat er überhaupt eins? Ich weiß es nicht. Verfolgt den schon seit Tagen nicht mehr. Macht aus Tage Jahre, dann hat es auf jeden Fall mehr Sinn. Irgendwie geht das Video eh schon wieder zu lang. Was wollte ich noch sagen? Genau, 16 Bars, Hook ist wünschenswert. Viele, die machen einfach wirklich nur einen 16er. Reicht. Aber was man mit einer Hook noch alles rausreißen kann, wenn ein 16er kommt und dann geht voll was ins Ohr, nutzt eure Chancen, ja? Auch wenn ihr denkt am Anfang, gut, der Gegner, der kann eh nichts. Ich überzeuge einfach mit, dass ich der Beste bin. Der Gegner überrascht euch und wirft euch raus. Ihr versteht die Welt nicht mehr. Das ist schon so viel passiert. Also, ihr seid selber schuld, wenn ihr rausfliegt, weil ihr euch keine Mühe gegeben habt und der Gegner was Gutes macht. Überschätzt euch nicht. Nehmt jeden Gegner wirklich ernst. Auf der anderen Seite, wir wollten ja nie aussortieren. Es wird weiterhin wahrscheinlich so sein, dass ich blind alles hochlade und erst beim Angucken der Qualis im Stream das erste Mal die Qualis sehe. Aber wenn wirklich richtig kompletter Mist dabei ist, dann werden wir dieses Jahr vielleicht doch aussortieren, dass ein Gegner nicht in der ersten Runde einen hat, über den er wirklich einfach gar nichts machen kann. Es ist, soll auch fair dem Gegner gegenüber sein, dass man wenigstens jemanden hat, gegen den man auch eine Battle-Runde machen kann. Und nicht das grunzende Schweinchen gewinnt, weil der Gegner einfach keine richtige Qualifikation hatte, auf die er sich beziehen konnte. Es soll schon fair bleiben, ja. Und wir müssen natürlich gucken, dass wir auf das Triples Red Finale kommen. Deswegen müssen wir gucken, wie viele wir reinlassen und wie viel wir das machen. Aber gebt euch einfach ein bisschen Mühe, dann seid ihr dabei. Eigentlich ist jeder dabei, aber vielleicht gibt es ein paar, die dann wegfallen. Dass wir auf eine gerade, ungerade, wie auch immer Zahl kommen. Und damit unser System aufgeht, denn Triple Threat muss einfach sein. Wir sind 3 in der Jury, wir wollen auch 3 im Finale haben. So, das war's eigentlich zu der Thematik, wie ein normales Turnier ablaufen könnte. Wenn ich noch was vergessen habe, dann weiß ich es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Auf der anderen Seite jetzt also für die Leute, die ganze Zeit dabei waren und das alles verfolgt haben.
Es ist kompliziert. Ich glaube, am besten wäre es, wir würden euch in dem Glauben lassen, so wie Spirit es jetzt so schön überall verteilt hat, dass das Ganze bestimmt nur eine Trollaktion war, dass es nie irgendwie Ärger gab oder Meinungsverschiedenheiten oder sonst was und wir das Ganze nur gemacht haben, um irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, aber warum sollten wir mit so negativer Publicity uns selbst ins Knie ficken? Und warum sollte ich dann da hängen und beim Zusammenschneiden des Videos in Tränen ausbrechen und heulen, weil es mir so weh getan hat, das alles zu verlieren und das alles aufgeben zu müssen, aber ich war am Boden, ich war am Arsch, ich bin ein sensibler Mensch, ich bin wirklich ein sehr emotionaler Mensch, mir geht alles wirklich nah. Genauso nah gingen mir aber auch die Nachrichten der Leute danach, die geschrieben haben, einen ermutigt haben wieder. Ramses, egal was passiert ist, egal was schiefgelaufen ist oder wo es Probleme gab oder so, aber bitte schmeiß das doch jetzt nicht einfach weg. Bitte bleib doch stark, führ das weiter, tu uns den Gefallen. Wir haben richtig Bock, ich wollte den treffen, ich wollte den besiegen, ich wollte gegen den antreten. Viele dieser Nachrichten haben einfach aufgebaut. Und Romantik selber war auch überrumpelt, weil er nie damit gerechnet hätte, dass ich einfach so das wegwerfen will oder abbrechen möchte. Es hat sich alles hochgeschaukelt. Romantik ist ein Sturkopf, ich bin auch ein Sturkopf. Wir zwei haben einfach komplett völlig verschiedene Meinungen zu bestimmten Dingen. Er stichelt gerne, ich bin immer gleich gern oben raus und dreh komplett durch. Also das ist eine sehr tödliche Kombination, die uns zum Verhängnis wurde, ja? Ich sag mal so, beide haben Fehler gemacht. Bei mir zum Beispiel, ich hätte vielleicht das Infovideo auch nicht so machen sollen am Anfang und mich so komplett da in diese Rolle reinversetzen sollen, weil wirklich ein paar Leute diesen falschen Eindruck hatten. Sogar meine Mutter kam zu mir und hat gesagt, hey, ich habe da dieses Infovideo gesehen. Hey, sag mal, stand da wirklich einer in der Ecke? Ich habe die ganze Zeit gedacht, warum schreist du den denn so an und beruhig dich doch mal. Ich habe gesagt, Mama, da stand niemand in der Ecke. Ich habe das einfach so gespielt, weil ich ja beim letzten Mal gesagt habe, ich glaube, es gibt kein NRR mehr, die Zeit ist um, das Interesse ist nicht mehr so da von den Leuten, sie haben genügend Alternativen, es braucht uns nicht mehr. Und wenn wir das alles machen, aber die Leute sich selbst auch keine Mühe mehr geben, dann lassen wir es halt gut sein, lassen mal ein Jahr dazwischen Pause machen oder irgendwas oder machen halt gar nichts mehr, je nachdem, wie auch immer. Romantik hat es ja gut gemeint, wenn er sagt, nee, komm Ramses, wir greifen dir unter die Arme, wir machen da was draus, wir helfen dir. Und Mace, auch als er hier war zu dem Interview, wie er immer wieder gesagt hat, nein Ramses, komm, wir machen noch eins, komm, Romantik hin und her. Problem war, Mace hat so viel gesagt und schon im Namen von Romantik geredet, wovon Romantik jetzt einfach nicht mal direkt was wusste, ich dann immer gleich, ja, ihr habt gesagt, war auch für ihn dann blöd, ich hab doch gar nicht gesagt, hat doch er gesagt, dass ihr gesagt habt, und das war auf jeden Fall schon ein bisschen verworren. Dann hat Mace, obwohl er ja unbedingt wollte, plötzlich keine Zeit mehr gehabt. Das heißt, die zwei, die eigentlich das ins Leben gerufen haben und Romantik im Hintergrund gestanden hat, war ich jetzt mit Romantik also in dieser Gruppe nur die ganze Zeit zugange und wir zwei haben die ganze Zeit hin und her geschrieben und gemacht und Mace hat eben so wenig Zeit gehabt, dass er kaum was davon mitgekriegt hat oder gelesen hat. Und während wir zwei dann am Rumstressen waren, kam halt immer wieder das Thema auf, das musst du mir nicht sagen, das musst du Mace sagen hin und her, dass Mace bei ihm sich jetzt auch was geändert hatte, wusste man vorher nicht. Es ist einfach alles ziemlich schräg gelaufen. Es wurde mir auch dann halt die ganze Zeit vorgeworfen, dass ich keinen Bock habe auf das Turnier. Man merkt das halt in den Infovideos. Ist auch wieder Ansichtssache so. Ich wollte, wie gesagt, euch das so zu verstehen geben. Ich habe keinen Bock, ich sitze hier und werde gezwungen. Hier steht einer mit einer Pistole neben mir. Ist ja völliger Quatsch. Mich hat keiner gezwungen. Wenn ich wirklich nicht gewollt hätte, dann hätte ich es nicht gemacht. Dann hätte ich es einfach sein gelassen. Da steht, der Mace ist in der Ecke und sagt, komm, sag das jetzt und sag das jetzt. Da stand eben kein Mace, da stand niemand. Aber es gab wirklich Leute, die das geglaubt haben. Boah, guck mal, wie die den unter Druck setzen und wie die den fertig machen und der will das gar nicht und sonst was. Und bei einigen Leuten hat das eben den Eindruck hinterlassen, der hat echt keinen Bock mehr auf sein Turnier. Der will das gar nicht, die zwingen den. Obwohl das eigentlich ja als Spaß gedacht war für euch. Ein Spirit hatte das drunter auch geschrieben, hey,
glaube, er hat wirklich keinen Bock, aber das macht es dieses Jahr umso interessanter. Dieses kam beim Romantik aber trotzdem wirklich so an die ganze Zeit, als hätte ich keinen Bock. Und als würde ich die ganze Zeit nur rumheulen. Manche Sachen waren vielleicht so ausgedrückt, dass man den Eindruck haben könnte, es macht keinen Spaß, ich habe keinen Bock, aber ich habe halt auch eine komische Art an mir, ja. Manche rätseln auch, hä? Wie meint er das jetzt oder was ist das jetzt hin und her? Hat er vielleicht anders aufgefasst. Aber das ständig dann auch dieses, nö, Ramses, du hast keinen Bock, du hast keinen Bock, das ist mir halt sauer aufgestoßen. Ich habe bei ihm den Eindruck hinterlassen durch mein Gelaber. Wir kennen uns jetzt auch nicht so gut, deswegen der Mace kennt mich eben länger, kennt mich besser. Mace hat das in dem Sinne auch als Spaß aufgefasst. Romantik hat wirklich halt diesen Eindruck gehabt, ich habe keinen Bock. Deswegen ist er so auf dem Standpunkt hängen geblieben, ja, du hast keinen Bock, das merkt man doch, das ist voll Kacke von dir. Habe ich mich natürlich immer getriggert gefühlt und angegriffen gefühlt, dass er mir die ganze Zeit das unterstellt. Und das hat das schon alles ein bisschen hochgeschaukelt. Er hat mir ja nicht geglaubt, wenn ich gesagt habe, klar habe ich Bock. Nee, du holst nur rum, das merkt man doch. Er wollte einfach, dass ich mich ein bisschen besser gebe. Weil das eben ja auch nicht jeder verstehen konnte. Okay. Aber dann, als die Zugangsdaten da waren und er dann so aus Spaß, dann kann ich ja jetzt meine Runden löschen, da war mir das einfach erst recht zu viel. Ja? Er hat es als Spaß gesagt. Dann kann ich jetzt meine Runden löschen. Ich habe das nicht als Spaß wahrgenommen in dem Moment. Ich fand diese Aussage, selbst wenn sie zum Spaß war, einfach nur richtig asozial. Dieses, die ganze Zeit wird gestichelt und gestichelt, dann willst du was machen. Und dann, ach, dann kann ich jetzt die Runden löschen. Ist offensichtlich ein Witz. Ja, ist mir auch klar gewesen, aber dass man in dem Moment so einen Witz bringt, fand ich scheiße. Und dann habe ich trotzig reagiert, was vielleicht auch mein Fehler war. Weil man sich immer darauf berufen kann, du hast das gesagt. Es war offensichtlich ein Witz von ihm, trotzdem habe ich trotzig reagiert, habe gesagt, so, wisst ihr was, ich gehe gleich aus der Gruppe raus, dann übernehm du die Streams, dann macht halt das Infovideo als Teaser, anstatt den Teaser, und wenn du alle Runden löscht, ich habe sie alle auf dem PC, ist ja nicht schlimm, wenn es noch mehr Lücken ins Turnier reißt, ja? Aber für mich war ganz klar, ich habe das gemeint und wollte ihm damit zeigen, wie scheiße ich das finde. Er hat selbst auch ja gesagt, Ramses, das war doch eigentlich nur ein Scherz. Ein paar Runden stören mich schon, aber ich will doch jetzt nichts löschen. Mace auch mir gesagt, ja Ramses, das war doch offensichtlich ein Scherz. Und deswegen habe ich gedacht, gut, es ist angekommen. Er hat gemerkt, er hat mich damit auf die Palme gebracht. Aber er sieht, dass das mich trifft. Dass das für mich eben nicht okay ist. Aber irgendwie ist es so bei ihm hängen geblieben wie, ja gut, er hat ja selbst gesagt, du kannst die Runden löschen, ja dann, mich stören eh ein paar, ich stehe eh nicht mehr dahinter, wenn ich jetzt die Gelegenheit habe und er sein Okay gegeben hat, dann lösche ich die einfach raus. Er hätte sie auch auf privat stellen können. Wäre wieder eine andere Sache, mal mit einem reden, hey Ramses, pass auf, mich stören wirklich ein paar Runden und kann ich die vielleicht raushauen oder können wir das löschen oder wenigstens das vom Anfang, wo die Soundqualität noch nicht so gut war oder irgendwas oder ich weiß es nicht. Mich hat am nächsten Tag der Schock getroffen, dass er wirklich alle Runden gelöscht hat, wo es ja am Vorabend noch hieß, nee, komm, ich will doch gar nichts löschen, so. Bei ihm ist aber irgendwie dann hängen geblieben, so, naja gut, im Endeffekt hat er ja jetzt gesagt, kannst du machen, ist okay für mich. Ich habe nicht gesagt, es ist okay für mich. Er hat es halt so verstanden, ich habe es so gemeint, ich habe was gesagt, was ich auch nochmal hätte anders ausdrücken sollen, dass er wirklich genau weiß, was ich meine. Hätte ich einfach sagen müssen, darf ich die Runden jetzt löschen? Hätte ich sagen müssen, nein, fertig. Dieses Trotzige, manche handeln mit dem Trotzigen. Aber manche nehmen auch das Trotzige einfach und sagen, na gut, du hast jetzt gesagt, es ist okay, dann kann ich es ja jetzt löschen. Du hast gesagt, es ist ja nicht schlimm, wenn da neue Lücken drin sind. Eigentlich hätte er erst erkennen müssen, dass ich es schlimm finde, schon immer schlimm fand. Auch ohne irgendeine Aussage müsste man wissen, wie scheiße es für mich ist, wenn man Runden rausnimmt, Runden löscht, Runden irgendwas. Aber mal ernsthaft, so viele Leute kommen von euch auch immer an, Ramses, bitte lösch das, bitte lösch dies, bitte lösch jenes, keine Ahnung.
Darauf habe ich echt keinen Bock mehr gehabt, dann auf dieses ständige Hin und Her. Und bei vielen Leuten, die dann kamen und haben angefragt, den habe ich nicht mal mehr zurückgeschrieben und habe einfach den ihre Runde gelöscht, weil ich die Schnauze voll hatte, dass jeder einfach immer mitmacht und einen dann unter Druck setzt oder mit Anwalt kommen will oder sonst wie. Dass dieses aus dem Nichts auf einmal komplett gelöscht wurde, hat mich getroffen, ja. Hat mich so sehr getroffen, dass ich einfach nicht mehr weitermachen konnte, nicht mehr weitermachen wollte. Deswegen habe ich gesagt, es geht nicht, nein. Das trifft mich wie ein Schlag in die Fresse. Und er hat es auch nicht verstanden. Weil er ja immer noch der Meinung war, es ist doch okay für mich, wie kann ich denn jetzt da hinterher trauern? Für mich nicht nachvollziehbar, wie er das halt falsch verstehen konnte oder wie er das halt... Aber im Endeffekt, weiß ich nicht. Er sagt, es sind seine Runden. Klar, es sind seine Runden, er reicht die ein. Ich glaube, wenn jemand anderes sitzt, kommt und sagt auch, ey Ramses, ich stehe da nicht mehr hinter, können wir das vielleicht? Bei vielen habe ich ja auch schon nachgegeben. Es ist für mich einfach kacke, es ist für mich schwer, es ist für mich Mist, aber vielleicht sollte ich auch erwachsen werden und einfach mal sehen, was bringt dieser ständige Streit und dieser ständige Mist, selbst wenn jetzt einer alle seine Runden raushaben will. Es ist scheiße für das Turnier, es ist scheiße wirklich, dass du es nicht mehr vollständig hast, dass du kein Battle mehr richtig gucken kannst, dass der ganze Bezug verloren geht. Aber geht es wirklich um Leben und Tod? Für mich hat es sich so angefühlt, immer, jahrelang. Aber vielleicht sollte ich einfach lernen, loszulassen. Und nicht mein persönliches Drama, dass es mich so trifft, dass die Runden jetzt weg sind, über das stellen, dass allgemein das Turnier ja trotzdem noch da ist und andere Leute, die mitmachen möchten, noch mitmachen können. Und selbst wenn das alles weg ist, es gab auch so viele andere Leute, die noch da sind, mich darauf konzentrieren. Ich konnte in dem Moment nicht damit umgehen. Ich habe das war mir einfach zu viel. Viele haben auch Verständnis dafür, okay. Trotzdem weiß ich habe nicht gesagt, dass es okay für mich ist. Ich habe aus Trotz das gesagt. Er hat sich das dann so, ja gut, wenn das ihn nicht stört. Kann man interpretieren, wie man möchte, kann man die Schuld geben, wie man möchte, wie auch immer. Trotzdem kamen die ganzen Nachrichten danach, viele Leute auch, die drum gebeten haben, ob wir es nicht wenigstens noch fertig machen können. Ich auch versucht habe, eine Lösung zu finden. Ich gedacht habe, okay, vielleicht übernimmt der. Vielleicht möchte der das übernehmen. Vielleicht will der das fertig führen. Aber ich habe wirklich gesehen, in jedem Punkt, wo ich was abgeben wollte, ich habe mich gleichzeitig auch irgendwie dumm gefühlt. Weil ich dachte, du könntest es dem geben, aber irgendwie, du fühlst dich trotzdem nicht wohl dabei. Der könnte das machen, aber... Irgendwie ist es trotzdem ja nicht das Gleiche und eigentlich ist es auch meine Aufgabe, das zu Ende zu führen. Es ist ja eigentlich mein Turnier. Und diese Konstellation aus uns drei war ja an sich eine gute Mischung. Und Mace hätte auch keinen Bock gehabt, jetzt mit irgendjemand anderes das zu Ende zu führen. Entweder wir drei oder wir gar nicht. Und es ging ewig noch hin und her danach, ich weiß. Aber euch zuliebe und uns zuliebe, dass wir in Frieden auch wieder weiterleben können, die Scheiße ist passiert, die Scheiße geht nicht mehr rückgängig machen. Und es ist scheiße, immer noch in meinen Augen, dass das weg ist. Ich kann es nicht wiederholen, er kann es auch nicht wiederholen. Er weiß jetzt aber wenigstens einmal mehr, wie wichtig mir das eigentlich war, diese Runden und das Ganze dabei. Aber aufgrund eurer Nachfrage und eurem Rumgeheule, dass ihr doch Bock drauf hattet und das unbedingt machen wollt, haben wir uns doch mal extra zusammengesetzt. Habe nochmal darüber geredet. Wir werden auch nicht den ganzen Tag miteinander chillen und auskommen und sonst was. Wir werden wirklich uns in erster Linie um das Turnier kümmern. Wir werden versuchen, uns nicht mehr auf die Füße zu treten. Wir werden versuchen, das für euch zu machen, das für euch durchzuziehen. Und gleichzeitig entspannt sich die Situation wieder ein bisschen. Es hinterlässt einen herben Beigeschmack, ich weiß, aber dass dann wieder intern das heißt, ja, das war alles nur geplant von den beiden, das haben die so mit Absicht gemacht, das ist auf jeden Fall Schwachsinn. Ich fühle mich jetzt immer noch mulmig bei der ganzen Sache, viele von euch dann wahrscheinlich auch, er selber auch, sicherlich, aber trotzdem, wir wollten das anfangen, wir wollen das zu Ende bringen, das Video geht schon wieder viel zu lang, aber dieses Video, was ich auch gemacht hatte, was ich nicht gelistet hatte, habe ich einfach auch einer Handvoll Leuten geschickt, weil ich einfach eine Meinung dazu haben wollte, denn ich habe mich nicht getraut, ehrlich gesagt, ich habe mich nicht getraut, nachdem ich so bekannt gebe, dass es vorbei ist und dass ich damit abgeschlossen habe und dass ich es nicht weitermachen kann und möchte, konnte ich mich nicht einfach hinsetzen und sagen, ach komm, wir machen es weiter, fertig. Vergesst einfach alles.
Aber die Leute mit ihren Anfragen haben mich eben schon wieder weich gekocht und mich dazu gebracht, dass ich eigentlich sage nein, aber sie es so lange machen, bis man sagt, okay, dann halt doch. Weil eben dieses Gespräch auch aufkam von seiner Seite, dass er das auch übernehmen würde oder dass er das auch abkaufen würde, er das zu Ende führen würde, wollte ich scherzhafterweise eben, weil das eh alles so im Raum stand, sagen, okay, pass auf, das NRR geht weiter, aber ich habe gesagt, ich ziehe mich zurück, ich mache nichts mehr, den Punkt wollte ich beibehalten. Er hat gesagt, er kauft das ab, er führt es zu Ende, den Punkt wollte ich euch zeigen. Es war ja das, was er machen wollte und so hätte ich es als Romantik weitergeführt. Hab mich als Romantik verkleidet und hab gesagt, so Leute, jetzt hier eure Romantik, ne? Das NRR-Battle geht weiter, weil wir wollen euch nicht hängen lassen. Das ist eigentlich traurig, in so einer Situation noch Witze zu machen und das irgendwie ins Lächerliche zu ziehen, aber ich dachte, ich wollte euch nicht hängen lassen. Romantik wollte das übernehmen, ich wollte das aber nicht einfach in seine Hand dann geben. Also habe ich gesagt, wenn Romantik das übernimmt, dann mache ich das eben als Romantik. Dann hat er das sozusagen gekauft, laut der Storyline, macht das jetzt weiter. Ihr könnt in Ruhe eure Battle-Runden machen. Ich habe meine Ruhe, weil ich bin ja eigentlich gar nicht mehr da. Trotzdem könnt ihr battlen, könnt das Turnier zu Ende machen. Die Runden werden hochgeladen, die Runden werden runtergeladen. Aber ich war unsicher. Ist das sinnvoll? Ist das vielleicht die Lösung? Bevor man es wirklich jemand Fremdes gibt, macht man es selber, aber als jemand anderes, damit man eben davor geschützt ist. Aber das Video wurde ja dann auch genommen, obwohl es nicht öffentlich war, und überall verbreitet. Und dann kamen Leute wieder und haben das auch nicht verstanden, dass das gar nicht Romantik ist in dem Video und dass das auch ich bin. Und dann wird wieder, warum hast du das verkauft? Mach das nicht. Oh, Ramses, wie konntest du das tun? Obwohl eigentlich der Großteil ja merken müsste, Mensch, der Ramses verliert langsam wirklich den Verstand. Jetzt macht er das Turnier weiter als Romantik, weil Romantik ja jetzt das NRR gekauft hat und zieht sich zurück, obwohl er eigentlich da sitzt und das selber macht. Irgendwie ist das genial, irgendwie ist das dreist und provokant, aber hey, Hauptsache das Turnier geht weiter und die Leute brauchen nicht, bleiben nicht drauf sitzen. Jetzt habt ihr das aber auch kaputt gemacht und ich habe es ja auch nicht veröffentlicht, immer noch nicht. Ich war ja dann, habe mich mit ein paar Leuten abgesprochen und ausgesprochen und wir sind zu dem Entschluss gekommen, okay, wir lassen es einfach. Das schürt wieder nur noch mehr Feuer, ne? Die Leute kriegen das auch wieder in den falschen Hals. Er kriegt es vielleicht in den falschen Hals. Ich wollte mich da in dem Sinne nicht über ihn lustig machen. Ich wollte nur jemanden finden, der das Turnier leiten kann dann und fortführen. Und dadurch, dass ihr das aber veröffentlicht habt und irgendwelchen Mist euch zusammengesponnen habt, dass das ja alles von Anfang an geplant war, dass das so ist und es nie Stress gab, habt ihr jetzt aber auch wieder bewirkt, dass wir wieder uns für ein weiteres Gespräch zusammengefunden haben, eben über dieses Video. Und das ist vielleicht das Beste, was passieren konnte. Denn jetzt ist man so an dem Punkt, wenn ihr alles sagt, ach komm, die haben ja die ganze Zeit nur Spaß gemacht, das war eine Trollaktion nur. Dann nehmen das halt so hin. Dann nehmen wir jetzt wirklich an, das war eine Trollaktion. So, jetzt haben wir eure Aufmerksamkeit und jetzt können wir beginnen, das NRR Battle 2021. Jetzt geht's los mit Mace, Romantik, Ramses, zack. Neuen Punktesystem, neuem Romantik-Award. Wir machen wieder Triple Threat. Regeln sind bekannt. Videopunkte, User-Vote-Punkte. Gebt euch Mühe. Ihr kennt das ja, wie das abläuft ungefähr. Wenn nicht, lasst es auf euch zukommen. Schickt was ein. Bis zum 28. Februar habt ihr noch Zeit. Überlänge-Video ist am Start. Und ja, mal gucken. Vielleicht kann ja auch mal Mace eine Auslosung machen oder Romantik eine Auslosung. Ich möchte, dass die zwei trotzdem zu sehen sind und nicht, ja, das ist alles Ramses. Wir wollten es zu dritt machen und deswegen gibt es auch zu dritt von uns immer was zu sehen. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Ich muss nämlich wieder was für meinen Pokémon-Kanal drehen, ja, und muss dann heute Abend wieder streamen, ja. Aber jetzt, wenn das Video online ist, kann ich auch zwischendurch mir mal die Zeit nehmen, auf die restlichen Qualis zu gucken, die mittlerweile hochgekommen sind. Ich habe das ja von 1 bis 5, 6 bis 10, 11 bis 15 gemacht und danach war Schicht im Schacht. Aber es steht ja jetzt noch was aus. Ich muss ja die anderen auch noch gucken. Und warum? Weil ich das gerne mache und weil ich Bock drauf habe und weil ich schon in den 3 Streams, die jeweils eine Stunde gingen, so viel Spaß hatte wieder, mir das überhaupt anzugucken, was die Leute gemacht haben in der Quali, was die Leute da geschrieben haben, die Texte, den Ausdruck, was sie da. Und jetzt bin ich noch gespannter, wie die Leute mit der Situation umgehen und was noch im Laufe des Turniers dann plötzlich für Aussagen kommen,
über das Turnier, über Ramses, über Romantik, über Mace, über wie bekloppt wir doch alle sind. Aber wir haben auf jeden Fall alle einen Fadenschuss wie Raupi und deswegen würde ich sagen, viel Spaß beim Battlen, viel Spaß mit dem Turnier. Wir geben nochmal Gas und gucken mal, dass wir aus diesem Jahr nochmal was Gutes rausholen. So, das war's von meiner Seite aus. Adi. Okay, das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Blutsport, Blutsport, ab heute begeh ich Rufmord. Zieh dich mit Weihnachtskot, Weihnachten, es wird rot. Beim Schlachten bis zum Tod hol ich meine Panzerfaust. Ich ziele auf den Schlitten, heute stirbt's.